Hey yo, mein Name ist Laminator. Ich weiß nicht, ob ihr es seht. Ich streame Human Fall Flat. Ich begrüße euch herzlich und werde das ganze Gameplay einfach hochladen, wenn es jetzt zu lange spielen und ich keine Ahnung angeschrieben werde oder irgendwas passiert. Ich weiß nicht mal, ob ich den Chat hier unten sehe oder was auch immer. Ich habe ja einen Customized Character schon. Also, naja, noch nicht komplett. Edit. Guck mal, ich habe einen Dummy ausgewählt und der bekommt noch ein Head. Der bekommt einen coolen Head. Ja, ich dachte, ich starte das einfach währenddessen schon. Ihr seht mich jetzt bei der Charakterauswahl. Mit einer Hockeymaske sieht dort mit Hoodie, Hockeymaske und jetzt müssen wir noch die Farben. Lol. Können die Farben ändern? Eine Hockeymaske? Blaue? So. Was ist Head 3? Was? Head? Okay. Ich spiele hier mal ein bisschen rum. Head 1. Head 3. Upper. Ah, okay, die Jacke, die kann eigentlich so. Na so. Also, wir geben dir noch Back, Lower Body, irgendwelche coolen Hosen. Ich weiß nicht genau, ich bin hier eben gerade einmal schon durch, aber ich weiß nicht, ob mir das wirklich so gefällt oder nicht. Die Hosen sehen doch fresh aus. Das sind irgendwelche Schuhe, Stiefel. Paint. Back. Lol. Okay, wir lassen ihn jetzt so. Back. Cancel. Save. Das war so nicht geplant. Back. Oh Gott. Seht ihr, wie hässlich ich den Charakter gemacht habe? Model, ja, keine Ahnung, habe ich den Dummy ausgewählt. Wir gehen mal wieder zurück. Back. Save Preset, keine Ahnung, macht er automatisch. Ihr seht, der Spieler fliegt hier durch die Gegend. Ich hoffe, man hört mich gut. Ja. Ich spiele den lokalen Mod. Ich habe das. Mein Virenschutz ist deaktiviert. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Ich hoffe, man hört mich trotz des Sounds noch. Ich habe keine Ahnung, wie man das spielt. Die Figur richtet sich auf, WASD stimmt und man springt so. You've just grabbed an instructional video. Hold it tight. Great. Whenever you're lost or otherwise in despair, look around for such remotes. Once activated, they'll provide instructions ranging from not very helpful to totally useless. If there is no remote around you, you may return to initial despair, or you may start. Okay, das interessiert uns dann nicht. Wir probieren mal hier durchzukommen. Also ich mag das dieses besonders diese Bewegungsunschärfe. Ich weiß nicht, kann ich Treppen normal hochlaufen? Ja. Ich habe keine Ahnung, ob man eine Kameraperspektive ändern kann. Ich finde diese Beschreibung, diese Stimme so geil. Ich hoffe, man hört mich. Ich stelle zur Sicherheit einfach mal Options, die Audio, das Music. Man hört sie hoffentlich noch. Ja, ein bisschen leiser. Hier ist wieder ein Instruction Video. Das interessiert uns nicht. Gucken uns die Landschaft an. Was ist hier? Hier geht's runter. Hier geht's nur runter. Ihr seht die Wolken. Achso, das Spiel heißt übrigens Humans Fall Flat. Gibt's auf Steam für. Ich weiß nicht wie viel. Ich habe es mir schon vor einer Weile installiert, aber noch nicht gespielt. Und ich mag dieses. Also, es ist so Papercraft-like. Jim. Oh cool, Mannequin Piss. Also, falls ihr nicht wisst, was Mannequin Piss ist. Also, es sind pissende Figuren. Guck mal, ich kann darauf zeigen. Hey, ich will den anderen Arm. Oh, ich kann den anderen Arm strecken. Okay, das ist ein bisschen fragwürdig. Egal. So. Also, ich mag dieses Papercraft-Style. Notausgang. Hier, Büsche, Wind. Oh,
Ich finde das Spiel jetzt schon schön, wo ich noch nichts Sinnvolles gemacht habe. Bam, easy, ich habe die Tür geöffnet. Oh shit, oh shit. Ja gut, und ich fliege gerade. Bats. Hui. Ich weiß nicht mal, ob oder was man ist. Guck mal, da oben sieht man durch die Wolkendecke, wo ich gerade lang gelaufen bin. Das ist süß. Die Bank, kann ich mich da drauf setzen? Guck, ich kann die Bank bewegen. Ich ziehe jetzt eine Bank. Ich ziehe eine Bank. Ja. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht genau, was der Sinn und Zweck des Spiels war. Ich habe es einfach mal gestartet. Und wir lassen uns überraschen. Ich habe die Vermutung, dass ich irgendwann an diese Tür ran muss. So ist besser, es zu öffnen. Ey. Wie weit rollt das jetzt? Bam. Das sind Türen zum Öffnen. Kommt man da hoch? Komm ich hier rauf? Nein, komme ich schon mal nicht. Was ist denn hier noch so? Kann man an dem Holz hochklettern? Vielleicht sollte ich mir Instruction Videos doch angucken, aber egal, nein, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Ich bin ein. Ich lasse mir keine Instruktionen geben, wer braucht sowas schon. Lass mal ausmachen, nur anfangen. Ah, ich kann. Ah, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee, wie ich da hochkommen kann. Ich ziehe diesen Wagen, diesen Müllcontainer jetzt daran. Wieder läuft. Lustig. Lustig. Süß. Ich ziehe diesen Wagen jetzt hier ran. Zack. Bam. Wieso kann ich die Bank nicht bewegen? Hey, Bank, beweg dich. Beweg dich halt nicht, dann laufen wir durch die Tür. Ui, doch, die Bank lässt sich doch bewegen. Wieso hat sich die Bank gerade bewegen lassen? Egal, wir gehen hier durch die Tür. Hier sind Eisenbahnschienen, hier sind Waggons. Ah, ich brauche die. Brauche ich die Lok? Ich kann die Dinger ziehen. Geil. Kennt ihr das, wenn man einfach mal so aus Langeweile so ein Bahnwaggon, so ein Eisenbahnwaggon-Container-Dings wegzieht? Das wäre voll lustig. Das kenne ich nicht. Das ist das letzte Mal, dass ich sowas gesehen habe, dass Leute sich irgendwo zwischen sowas aufgehalten haben. Waren in diesem Polizeivideo, das für uns in der Grundschule vorgeführt wurde, das uns erklären sollte, dass wir nicht an. Was sollten wir nicht an Stromleitungen beim Eisenbahnnetz gehen? Und dann ist die da hochgeklettert und gestorben und alle waren traurig und shit. Komme ich jetzt hier immer noch rauf oder nicht? Und sieht aus so ein bisschen wie diese Lego-Figuren. Kennt ihr das? Diese gelben Lego-Figuren noch? Also, Lego-Figuren sind hoffentlich immer noch gelb, wenn ich. Hey! Ich hätte mit der anderen Hand auch greifen müssen, oder was? Oder ich muss. Ah, ich habe eine Idee. Ich muss den Wagen erst ein Stück zurück. Muss ich da raufspringen? Ja, denn hier in die Ecke. Oder den wegschieben. Kann ich den überhaupt wegschieben? Ja, kann ich. Easy. Puh, ich bin Hulk. Gehen wir hier durch die Tür. Guck uns die Welt hier an. Hui. Das lenkt ein bisschen. Hä? Man kann Bänke manchmal oder ziehen oder. Ich wette, ich hätte da unten noch irgendwas schon machen müssen. Das hier ist ein kaputter Springbrunnen. Guck mal, drin kann man baden oder surfen. Krasse, also ich weiß nicht, ist das eine Villa oder diese Eisenbahnwaggons? Das ist so ein. Nennt man das Point and Click? Nee, Point und Click ist was anderes. Ich habe keine Ahnung, wie sich dieses Spiel. Oh, wie sich diese Spielart, dieser Spielmodus schimpft. Ist ein bisschen peinlich, aber es ist halt so. Ich weiß wirklich nicht. Ich weiß auch nicht, ob mir irgendjemand zuschaut. Wenn nicht, ist auch egal, weil ich lade das ganze Gameplay einfach so als Dings, als Stream hoch. Jo. Falls man gerade ein Geräusch gehört hat,
Man sieht mir nicht zu, also mir sieht niemand zu, gerade ich sehe es. Den Stream am Handy geöffnet. Ja. Vielleicht hätte ich das auch ankündigen sollen oder irgendwie sowas, aber egal. Kein famous YouTuber, ich muss sowas nicht machen. Ich gucke meine Videos auch so. Hui. She pushed the button. Warte mal, hey. Was war denn das gerade? Ich konnte durch seinen Kopf durchgucken und da waren so rote Punkte. Habt ihr es gesehen? Habt ihr hoffentlich. Hier ist ein Fenster. Ich will einsteigen. Ich kletter mich immer in fremde Fenster rein und ich komme da nicht hoch. Egal. Wir laufen weiter die Treppen hoch. Ah, mich freut das, wie sich das hier so bewegt. So. Ah. Das kann ich schon mal nicht ziehen. Da oben ist schon der Exit, hä? Hätte ich hier vielleicht auch anders, also hätte ich vielleicht über die Bahn hochkommen können. Ich muss sogar mit der Bahn hoch irgendwie. Mir ist bloß noch nicht ganz klar, wie. Ich muss über die Waggons nach da oben springen. Das ist mir bewusst. Dazu bräuchte ich theoretisch. Ach so, oder ich komme von oben an den Zug ran, kann mich in den Zug reinsetzen, kann den Zug steuern. Oder denke ich falsch? Hey, ich will hier raus. Ich will hier weg. War ich noch nie, war ich noch nie. Ich weiß nicht. Weiter, ich weiß nicht, wo wir sind. Das ist ein Lied, falls ihr euch das fragt. Und ich singe nicht einfach irgendwas. Ich singe immer irgendwelche Lieder. Hey! Ich muss. Hey! Vermutlich in die Bahn rein. Weil die Bahn hiervon abkoppelt. Komme ich da hoch? Nee. Falls irgendwelche Leute das schon gespielt haben und das besser wissen. Freut mich das für euch. Ich glaube, ich habe mich gerade hangen. Ich hänge gerade. Hey, habt ihr schon mal einen Menschen gesehen, der so irgendwo hing? Ich komme hier halt literally nicht. Doch jetzt. Jetzt komme ich in die Bahn rein. Ha! Ich komme in die Bahn rein. Und wenn ich die Bahn bewege, löst die sich vielleicht hiervon. Die Kamera weiß auch gar nicht, wo sie hin soll. Halte ich mich gerade irgendwo fest oder bin ich wieder stuckt? Ich bin im Kopf gerade dazwischen gestuckt. Na super. Ich weiß nicht mal, ob ich irgendwo anders hinkomme. So, jetzt gucken wir uns die Situation mal an, aus allen Perspektiven. Dieser Wegzoom. Falls das Quietschen, was ihr hört, ist mein Stuhl. Low Checkpoint. Ich glaube, ich gehe mal. Oh, ja. Hey. Da ist ein Instructional Ding. Wahrscheinlich, wie ich hier rüberkommen sollte. Vielleicht gucken wir uns, also ich habe, falls ihr es dann seht, ich habe dieses Instructional-Ding halt am Anfang ignoriert. So. Hold a column while walking on the platform. Hä? Ich bin doch, ach so, ach so. Oh. Jetzt mit Plattform Bahnhof oder was? Ah.
komme ich von hier noch rauf? Anscheinend nicht ganz, denn mal mit Anlauf. Oh. Es klappt auch nicht so super. Aber ich habe jetzt immer noch eine Idee, wie ich vielleicht darüber komme. Nur vielleicht. Und wenn ich vom Checkpoint aus nämlich runterfallen würde, gebe mir das ja die Opportunity. Mann, ich bin schon wieder nur gegengelaufen und habe nichts geschafft. Passiert irgendwas? Nee, der bleibt halt einfach stehen. Die Bahn ist da gecrashed. Plattform ist doch, wenn mich nicht alles... Es ist der Bahnsteig, aber... Wieso zum Fick komme ich da nicht hin? Oder wie zur Hölle? Kann ich irgendwie klettern? Was können die anderen Tasten? Ich kann springen. Ich kann mich kleiner. Was? Was ist jetzt gerade passiert? Hey! Hey! Steh auf! Muss gerade durchprobieren. Falls sich irgendjemand fragt, nein, ich habe hier nur Maus und Tastatur. Also dauert das mit dem Durchprobieren und den Tasten, also ich brauche keine Tastenkombination haben. Damit läuft man rückwärts. Ja, blablub. Damit macht man anscheinend gar nichts. Macarena. Oder komme ich hier irgendwo rauf? Eigentlich. Ich werde ja nicht nur sinnlos irgendwo rauf können. Oder? Warte mal, wenn ich die Steine anfasse und ziehe. Als erstes fange ich mit dem Stein hier an. Ui. Hey, wenn ich die Steine auf die Treppe lege, kann ich vielleicht von der Treppe aus rüber. Oder ich baue mir einfach so einen Haufen. Ich probiere es jetzt einfach mit Haufen bauen. Das ist... Ich hoffe, man hört mich. Ja, ich hatte gerade nämlich ausgestellt, weil ich mir schon Sehen runter gemacht habe. Ist nämlich gerade dunkel geworden. So, zack. Daran. Ich weiß halt, ich habe keine Ahnung, ob irgendjemand zusieht. Wahrscheinlich wieder nicht. Ich kann den Stream aber weiterlaufen lassen. Am Handy und gucken, ob ihr irgendjemand zusieht. Falls ich leise rede, ärgert es mich natürlich, dann habe ich diese ganze Aufnahme hier umsonst gemacht. Und ich werde sie vielleicht trotzdem hochladen. Jo, da habe ich den Stein hingepackt. Zack. Ein Stein, zwei Stein, macht. Ja, ihr ahnt schon. Drei Packen minus ein Packen macht. Ich bin witzig. Kann das hier öffnen? Damit interagieren? Ne, das ist nur so eine Tür. Oh. Kriege ich den Stein überhaupt hier durch? Wahrscheinlich nicht. Kake. Ich bin ja auch an einigen Stellen gesprungen. Das heißt, von da kann ich ja auch nichts mitnehmen. Ich soll wahrscheinlich auch nichts mit, also nicht so mega viel mit dem. Die Objekte zum Tragen sind ja eher nur so Show wahrscheinlich. Und nicht zum eigentlichen Spielziel gedacht, vermute ich einfach mal. Aber irgendwie ergeben die ja so eine Erhöhung. So, da kommt noch ein Zug.
Hey, ich habe einen Zuschauer, vielleicht bin ich das doch selbst. Jo, ich spiele Human Fall Flat. Fall Flat? Oder Flat Fall, irgendwie so. Mit diesem Dummy, der hier runtergefallen ist. Ja. Ich versuche gerade diese Challenge, diese Idee zu lösen. Ich habe keine Ahnung, ob das klappen wird, so. Wie ich mir das gerade denke, ich habe keine Ahnung, wie ich hochkomme. Es ist gerade mal die zweite Insel, wie auch immer man das callen will, nennen will. Callen, genau. Ich call alles. Okay, und Steine aus der Wand kann man nicht herausreißen. Das weiß ich jetzt auch, also. So. Also ich muss hier über diese Bahnwaggons rüber springen und ja. Falls ich das jetzt eh nur einer live angucke, und cutte ich das vielleicht. Mal schauen. Jo. Wieso kriege ich den? Och ja, komm, den Stein kriege ich jetzt nicht mal rüber, oder was? Kann man auch irgendwie Options. Ich guck jetzt. Hold M to activate the remote. Options, Controls. Keyboard Mouse. Configure Case. Play Dead. View Player Name. Reset. Ja gut, das war's schon alles. Ich kenne alle Steuerungsmöglichkeiten und nutze die auch schon. Dementsprechend ja. Ist halt nichts relativ Besonderes bei. So, ja. Oh, ich glaube, ich habe es geschafft. Vollkommen sonst die Steine hingeschleppt. Egal. Jetzt bin ich hier oben und jetzt kann ich durch die. Durchs Gate wieder durch, also das, ich renne immer zum Exit. Also zum Exit, zum Notausgang. Jo. Jetzt kann ich hier wieder springen. Hui. Loading, Errungenschaft freigeschaltet. Puff, puff. Kennt ihr übrigens Sebastian Puff, puff? Guter Kom. Ist er Satiriker oder Comedian? Ich weiß nicht, ob man ihn noch als Comedian bezeichnen kann. Wenn ich da drauf drücke, geht die Tür auf. Also hier. Das erinnert mich an Portal. Ich weiß nicht, ob irgendjemand von euch das kennt. Ja. Schön die Kiste grüßen, genau. Das ist wunderbar. So. Ich weiß halt nicht, falls irgendjemand gerade wirklich zuguckt und du Person irgendwas schreiben willst. Und dann feel free. Freund macht das. Ich glaube, dass das nur am Handy geht, aber ich weiß nicht genau. Ja, das war gerade doof. Egal, ich kann ja mit drauf. Ich kann ja mit drauf. So, zack. Hey, an den Rand. Lastenaufzug. Von der Grundschule bin ich auch immer Lastenaufzug gefahren, wenn ich irgendwie verletzt war, irgendwas hatte. Sehr, sehr toll. Das Ding war bloß sehr, sehr langsam. Weil es halt kein Fahrstuhl war, sondern ein Lastenaufzug. Oh, lol, hä? Ich bin ein Tourist. Ja, gut. Das habe ich verstanden. Ah, okay. Ich muss jetzt den Wagen erst so ziehen, dass ich jumpen kann. Stopp. Mittig, mittig, nicht mittig. Und dann mit der Kiste hier. Mit der Kiste. Komm mit Kiste. Hier rüber. Den Fahrstuhl, den Aufzug, wie auch immer, rufen. Und dann rauf da. Rauf. Zack. Hoch. Jo, das ist der Exit. Da wollen wir aber noch nicht hin. Da dürfen wir noch nicht hin. So. Jetzt die Frage, wie ich da. Ah! Ich glaube, ich habe eine Idee. Ich weiß nicht, ob meine Idee so klar geht. Also, dass man mit der Kiste nämlich gar nicht rüberkommt. Zuerst diesen Bahnwaggon hier immer hin und her bewegen muss. Bahn spielen hier anscheinend ein zentrales Element in diesem Spiel. Das Spiel könnte auch von Dr. Sheldon Cooper entwickelt worden sein. Hey! Ich gegenlaufe, okay, es passt.
Oh. Stellen wir uns mal tot. Hey. Ich weiß gar nicht, was daran totstellen ist. So läuft der auch wahrscheinlich immer. So. Jetzt muss ich das Ding bis zur Mitte ziehen. Bei. Ist jetzt auch wieder bescheuert, weil ich nicht weiß. Muss anscheinend doch mit der Kiste springen können. Weil sonst ergibt es gleich keinen Sinn. Jo. Zack. Oder? Ich komm. Nein. Na, oh nein. Komm. Und. Hä? Kommst du jetzt nicht mit, mit dem Arm irgendwo oben hin? Mit Glück komme ich nämlich auf diesen Rand darauf. Nein, nein, nein. Och. Ihr merkt, ich war früher eher der Assassin's Creed-Spieler. So wie schön, wie ich hier hängen geblieben, hängen geblieben. Nicht hochgekommen bin, wie auch immer. In Assassin's Creed konnte man ja immer an der Kante sich noch festhalten. Jo. So. Anlauf und Sprung. Okay, ich kann schon. Ich habe den Wagen rangedrückt. Na gut. Ich habe das schon verstanden. Da kam jetzt so eine Sicherheitsmeldung, so eine. Nicht Sicherheitsmeldung, aber so eine. Exclusive Message for me. Hey, hey. Hey. Guck mal, ich bin stuck. So, totstellen sollte klappen, oder? Oh shit, oh shit. Was? Hey, hey. Die Position ist da jetzt gerade gar nicht so schlecht. Muss man vielleicht sogar einmal sterben, dass das hier klappt? Mit Glück fällt das Ding mich jetzt schräg da rein und nicht runter. Ja, nein! Scheibenkleister. Kann ich das ganze Ding beruhigt auf den Lastenaufzug aufladen? Hey! Hey, 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 ho! Hey, 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 ho. Hätte ich jetzt vielleicht darauf achten müssen, dass die Kiste. Ja, hätte ich. Nicht die Kiste, sondern der Waggon. Zack. Und.
So, wir ziehen den Waggon in die Richtung. Nee, weiter ran. Ach ja, da. Ja, so. Muss ich von hier noch ein Stück gegenschieben? Komme ich definitiv mit der Kiste rüber, oder? Ja. Ach ja, ich hab nicht mal eine Ahnung, wie lange das ich gerade schon spiele. Das ist auch Kacke. Aber egal. So, Human Fall Flat. Ich wollte halt irgendwas anderes mal machen, außer den ganzen Tag nur Rocket League spielen, deshalb. Ja. Habe ich mir gedacht, ich stream das mal. Steht wahrscheinlich so, dass der Stream noch Rocket League heißt. Oh Gott. Ich bearbeite das mal. Dann passt das nämlich auch. Bisschen zocken. Titel. Nein. Human Fall Flat. Das Ganze nenne ich auch mal Human Fall Flat. Sorry, dass das jetzt im Stream passiert. Flat. Was wollte ich dazu? Was gehört noch dazu? Oh. Human Fall Flat. Deutsch. Ich bin ja ein deutscher Streamer, ne? Ich weiß nicht mal, ob das Gameplay gespeichert wird. Ich hoffe es einfach. Werde sehen, ob das Stream gespeichert wird. Wenn nicht, bin ich irgendwie. Naja, egal. Dann ist der Stream weg. Lobby. Geiler Stream, Lobby. Danke, Fabian. Danke, danke. Ja, ich weiß nicht. Übrigens, ich bin jetzt besser in Rocket League als du. In Tus. Ja. Also, das könnten wir auch zusammen spielen, wenn du Bock hast. Wenn ich hier nicht die ganze Zeit das hier machen soll. Ja. Falls du noch laut sein darfst. Ha. Ja, also um das Handy klappt's also. Ja, dam 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 da da da. Ich habe keine Ahnung. Falls du eine Idee hast, wie ich hier weiterkomme, dann schreib das bitte, danke. Ich habe nämlich gerade echt keine Ahnung. Bin gerade leicht stuck und weiß nicht, wie lange du schon zuschaust. Aber schon eine Weile, glaube ich. Das heißt, du hast gesehen, dass ich hier schon eine Weile herum hantiere, herumfuhrwerke. Diese Einstellung. So, den Fahrstuhl können wir gleich mal betätigen, können damit runter. Ich ziehe den Waggon wieder ran. Waggon wieder ran. So. Hier die Waggonunion. Zack. Geht das Ding jetzt nicht da ran, weil das. Oh, cool. Weil die Hilfe dazwischen liegt, funktioniert das Spiel jetzt nicht. You can push object, Marker und Tabasse. Ja. Das glaube ich nicht. Was? Also laut Statistik schon. Keine Ahnung. Kein Problem. Hast du davor irgendwas anderes noch geschrieben? Ich weiß nicht mehr. Ich habe nämlich den Chat gerade unten. Also laut Punktzahl schon. Keine Ahnung. Ist mir aufgefallen. Oh Gott. Habe ich das Ding nicht. Ich kenne das Spiel nicht mehr. Ja, ich auch nicht. So habe ich mir deinstalliert. Wenn ich in den Boot springe, pass auf, ich kann dir zeigen. Guck mal, ich mach's hier schön mit Anlauf. Dann landet man nämlich einfach wieder in dieser Welt drin. Hui, Batz. Ich lande einfach wieder von oben da drinnen. Das ist halt ganz praktisch. Also, das erklärt vielleicht auch, wie ich das Ding rüberbekommen könnte. Also, ich lande ja wieder hier. Das heißt, die Kiste. Ich weiß aber nicht, ob das Sinn und Zweck ist, dass man die ganze Zeit runterspringt. Sich sozusagen in den Tod stürzt und dann respawnt und da hat man den Fortschritt nämlich gemacht. Siehst du, die Box bleibt ja oben liegen. Den Fortschritt noch gespeichert. Ja. Schon tricky. Oh Gott, mein Glas Wasser steht drüben. Deshalb habe ich die ganze Zeit so einen trockenen Mund. Ich laber jetzt echt schon. Ich weiß nicht, wie so lange wie dieser Stream geht, laber ich schon. Ach ja, so, Kiste darüber ziehen, egal. Ja, ich bin jetzt gespannt. Ich sehe sogar den Live-Chat bei mir hier angezeigt unten rechts in der Ecke. Das ist echt angenehm. Also er stört halt echt gar nicht. Aber er ist vorhanden. Das finde ich gut. Also das macht mein Stream-Dings hier super. Jo. So, und jetzt springe ich wieder in den Tod und dann habe ich die Kiste und dann kann ich darüber latschen einfach. Ich weiß halt aber nicht, ob das Sinn und Zweck von dem Ding ist. So, Sinn und Zweck.
Nee, Wagen fahr nicht weg, so. Wobei, das Ding ja heißt Human Fall Flat. Das würde ja Sinn machen, also dass der Mensch irgendwo runter fällt. Ich habe kein Englisch-Abi geschrieben, merkt man das? Und, ey, als ob die Box nicht da drauf droppt. Als ob ich darauf zerren muss. So. Kein Problem für den. Ja, danke. Kein Problem für den. Achso, ja. Ja, ich wollte es halt ohne probieren. Mir war das schon klar, dass es so geht, aber das ist doch in de das ist doch irgendwie nicht so Sinn und Zweck von so einem Spiel, oder? Denke ich mal. Aber es hat funktioniert. Danke, ja. Jetzt gehe ich hier durch und dann. Guck mal. Und hier fliegst du mich in den Tod, jetzt gehe ich in die nächste Stage, falle ich in die nächste Stage rein. Dann steht da oben ja auch. Lass zocken, wir sehen, dass du besser bist. Jo, mit oder ohne Stream? Sag mal. Schreib mal hier noch rein, mit oder ohne Stream. Du kannst auch einfach, das siehst du sogar in deiner eigenen Rangliste. Wenn du bei Liga-Rangliste, bei Freunden reingehst, siehst du, dass ich da über, ich weiß nicht, stehe ich über dir? Oder nicht mehr, oder? Weiß nicht, ich habe ja auch heute noch ein bisschen gespielt. Kann auch sein, dass ich wieder gedroppt bin. Ich weiß gar nicht, ich hatte 1156 Punkte oder sowas. Das war, glaube ich, mein höchstes. Ja, gut. Da. Oder schreib mir einfach über 7. Das kannst du auch machen. Das ist mir relativ egal. Jo, da. Ui, da ist ein Hinweis. Hier unten sind Hinweise? Nein. Und hier unten keine Hinweise. Wir Maschinen dabei einfach hat. Übrigens, die Musik und die Soundeffekte im Allgemeinen sind weg, weil wir hier, glaube ich, in der Wüste sind. Das ist ein bisschen atmosphärisch geil. Ah, nein! Okay, das ist wie so ein Jump'n'Run gerade. Jump'n'Runs mag ich ja eigentlich. Zack. Komme ich nicht hoch. So, hast du mir bei Steam geschrieben? Hast du? Hast du nicht? Kannst mich auch einfach inviten. Wenn er für und Kühe. Jo, okay, gut. Dann komm Steven und invite mich oder dann beende ich das Ding mal hier. Also den Stream nicht, weil ich glaube, ich habe keine FPS Quali Drops oder irgendwas. Und Ping passt auch. Jo. Gut. Dann invite mich. Feel free to invite me. Da. Ist auch gar nicht online. Ja. Nein. Lol. Falsche Richtung. Ich laufe hier einfach noch weiter, während du bis du mich invitest, dann habe ich das schon mal geschafft, den Fortschritt. Dann werde ich das, keine Ahnung, so als Video hochladen. Jetzt hört die Musik. Also entweder war die Musik leise oder komplett aus. Oder ich bin gerade irgendwas näher gekommen. Das wäre ja sehr interessant zu wissen. Hey, aber cool, dass ich das Ganze ohne Instructions. Jetzt hatte ich gerade schon Angst. Oh, da ist noch jemand im Spiel. Ich habe Angst, dass ich gleich doppelt invited werde. Ich da online gehe. Komm, Discord. Jo, mache ich. Sekunde, ich beende das Spiel. Also danke erstmal, falls irgendjemand sich das hier anguckt. Also ja, wird bestimmt. Ich werde das Ganze einfach als Video-Dings hochladen und bis zum nächsten Mal.